Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen von den Linken. Ganz ehrlich, Ihr Antrag macht mich etwas ratlos. Die gewünschten Feststellungen des Landtages, gut geschenkt, da können wir mitgehen, das haben wir hier aus vielen Fraktionen schon gehört. Aber die Krankenhauskommission, was soll denn das? Ernsthaft, was sollte diese Kommission konkret machen? Was, auf welcher Grundlage, mittels welcher Expertise oder Betroffenheit entscheiden? Mir persönlich würde schon das Fehlen von Pflege und Wissenschaft bei den von Ihnen vorgeschlagenen Mitgliedern der Kommission reichen, um Ihren Antrag so, wie er ist, abzulehnen. Es ist in höchstem Maße missachtend und sehr bezeichnend für unsere Applausgesellschaft, dass Sie die Expertise der Pflege nicht berücksichtigen. Sie führen ja einen ziemlich umfassenden Mitgliederkreis auf und nennen sogar Akteure, die, sage ich mal, eher am Rande mit dem Thema befasst sind, wie zum Beispiel die Familienverbände und den Kinder- und Jugendring. Und bei diesem breiten und sicherlich sinnvollen Brainstorming zu Mitgliedern der Kommission fällt Ihnen nicht die Pflege ein. Das finde ich persönlich bedauerlich und politisch absolut unzureichend. Das hätte man an dieser Stelle, und das gebe ich zu, via Änderungsantrag heilen können. Ein solcher grüner ergänzender Änderungsantrag liegt nicht vor, ganz einfach, weil wir dieses Gremium insgesamt für überflüssig halten. Warum? Auf Bundesebene und auch im Land laufen gerade grundsätzliche Arbeitsprozesse zur Neuaufstellung der Krankenhauslandschaft. Bitter nötig, und an dieser Stelle sind wir gewiss einig. Und in einigen Fällen durchaus mit Aussicht auf wirklich weiterführende Entscheidungen. Auf große Räder statt kleine Rädchen, wie alle, die sich hier ernsthaft mit dem Thema befassen, wissen. Es zeichnen sich grundsätzlich neue Bedingungen ab, die stationäre Versorgung zu denken, zu planen und zu finanzieren. Das ist notwendig, aber das zeichnet sich ab. Da wird der Planungsausschuss im Land sicherlich einige Arbeit bekommen. Und auch die Empfehlungen des Gutachtens des Landes werden zuallererst bei den Krankenhausträgern sicherlich im besten Falle Aktivitäten erzeugen, etwa wenn es gilt, den Aus- oder Umbau bestimmter Leistungstypen und Strukturen anzugehen. Für diesen Umbau des Systems werden wir auch in Sachsen-Anhalt Überzeugungsarbeit leisten müssen, insbesondere vor Ort. Wenn überhaupt, dann sehe ich solche breit besetzten Kommissionen, wie Sie sie vorschlagen, und zwar explizit mit der Expertise der Pflegenden, besser angesiedelt dort, und zwar vor Ort, um ganz konkrete Vorhaben zu besprechen, zu bewerten und insbesondere zu vermitteln. Vor Ort. Aber doch nicht abstrakt in einem Landesgremium. Diese kommunalen Kommissionen könnten etwa in Form von regionalen Gesundheitskonferenzen gedacht werden. Bundesweit ist das schon eine etablierte Form der Zusammenarbeit vor Ort und mit den lokalen Akteuren. Nicht umsonst sind die Gesundheitskonferenzen auch im Abschlussbericht der Enquetekommission zur Gesundheitsversorgung aus der letzten Legislatur empfohlen worden, als bedenkenswerte Einrichtungen. Natürlich könnten diese regionalen Gesundheitskonferenzen flankiert werden mit einer Landesgesundheitskonferenz, aber dann bitte umfassend zum Thema Gesundheit und nicht spezialisiert zur Krankenhausplanung. Da uns Grünen sowohl Ziel als auch der Zweck der geforderten Kommission nicht klar sind und das Instrument schlicht nicht überzeugt und eher dysfunktional konzipiert ist, werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank.